Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur ersten Aufnahme mit Webcam. Ich wollte es mal ausprobieren und euch mal fragen, wie ihr das findet. Und mit Spinnrunde ATS. Die Folge müsste am Donnerstag, den 4. August rauskommen. Also bin ich mal gespannt. Muss mich mal ganz kurz richten. Ihr seht mich jetzt wahrscheinlich das erste Mal hinter mir, mein ganz Gerümpel. Und ich habe hier auch was Schönes ausgesucht hier. Hier vielleicht nicht, aber wir haben hier schon Beispiel Siliziumoxid. Das müssen wir hier hochfahren und dort oben haben wir noch keine Stadt. Und er steht da. Fahren wir doch hin, müssen mal ganz kurz hier was einblenden. Oder müssen wir das? Nee. Aber ich fahre trotzdem mal eine Runde rum. Audio habe ich alles getestet. Ich ist auch seit früh ungefähr eine gute Dreiviertelstunde, um das alles einzustellen. Unten rum, ne? Unten rum. Da ist er. So. Da war eine Planierraube. Da müssen wir nochmal zurücksetzen und nochmal ein bisschen vorfahren. So. Upsala. Nicht so nah ranfahren. So, drücken wir mal T. Warten wir, bis das alles aufgesettelt ist. Es ist 11 Uhr 47 oder 23 Uhr 47. Ich würde gerne eine Runde rumfahren. Wenn das möglich wäre. Ja, das ist möglich, weil da kommen nämlich schon hier gerade das Ausfahrt raus. Und das ist bei diesen Engen sehr wichtig. So, fahren wir auf die richtige Seite. Wir haben das Navi unten drin, deswegen tue ich jetzt mal den da. Aber hier Schaden? Nee. Und da sieht man nämlich jetzt immer, wie viel wir haben. Ich habe das alles auf Standardeinstellungen gelassen. Wir sind ja in Amerika, da kann man das immer machen. Von draußen schaut er auch ganz gut aus. Ja, schaut gut aus. Hab die Uhr auch neben mir liegen. Bei mir ist es auch gerade 11:39 Uhr. Kann ich mal kurz zeigen? Es ist 11:39 Uhr. Im Spiel war es auch gerade 11:39 Uhr und hier auch. Sehr gut. Ich habe hier zwei Webcams oben. Das Lustige ist, die wechseln sich immer mal ab. Immer mal macht diese, mal diese. Jetzt seid ihr hier und hier daneben, ich kann sie mal kurz abmachen, hier nochmal dieselbe Webcam, aber die wechseln sich dann immer ab. Selber Hersteller, selbe. Gehen wir mal in die Cockpit-Perspektive, blinken wir mal und fahren wir mal an. Kommt eh gerade nichts. Müssen wir ein bisschen mehr ausholen, so wie ich das gesehen habe. Da, den da. Die andere Seite sehen wir ja unten. Super. Einsame Spitze. Aber so sehe ich ja zum Beispiel auch nicht, wie lange ich noch fahre, oder? Steht das hier irgendwo? Ist gerade eine Gerade, oder? Ist doch ein bisschen besser, das so zu lassen. Finde ich meines Erachtens nach. Die Musik müsste so angenehm sein. Ich habe es ein bisschen leiser gestellt. Kommt eine Kurve. Wird mir auch schon freundlich darauf hingewiesen. Müssen tanken. Also bei nächsten Tankstelle müssen wir ran.
Ja. Lalala, tüdelü. Guck mal, hier ist auch noch eine graue Straße, die wir noch nicht entdeckt haben. Ist ungewohnt, in die Webcam zu gucken. Ich hatte es lange nicht mehr gemacht. So, vorne die Straße schon breiter. 315 Meilen. Mal ein bisschen ausholen hier. Oder? Na, schaffen wir gerade so. Wenn ja nichts entgegenkommt. Guck mal, da ist eine Tankstelle. Bleiben wir auf der linken Spur. Biegen wir mal dort ab. Und da ist auch ein Spieler. Da muss ich gleich mal meinen Spieler-Tag umbenennen. Ich hatte nämlich einen Livestream. Ach, hier ist die Tankstelle. Und da hatte ich den in Livestreaming und YouTube umbenannt. So, dann machen wir das mal kurz. Jetzt drücken wir Tab. Die rechte Maustaste. Ja, Livestream YouTube steht noch drin. Können wir ja mal jetzt reinschreiben. Freunde. Und an dieser Stelle ist mir nicht die Aufnahme abgeschmiert, wenn jetzt hier ein Cut kommt, sondern ich habe irgendeine Taste gedrückt. Und ein Schwarzbild war. Das hat eine Szene gewechselt im Anfangsfenster. Mir hat schon mal jemand gesagt, ich soll, wenn ich OBS Studio aufmache, immer darauf achten, dass in den Anfangsfenster nur eine einzigste Kategorie drin ist. Da kann ganz schnell große Fehler aufkommen. Die Festbildbremse mal gezogen. Und die Szene habe ich jetzt entfernt, da war auch nur eine einzigste Sache drin und eine publische Fensteraufnahme, die niemand braucht, die keinen Nutzen hat. Deswegen, dass die Folge noch ein bisschen lang ist, fahre ich das noch zu Ende. Darum mache ich auch immer mal drin einen kleinen Cut. Ich habe jetzt nichts anderes hinten drauf, immer noch dasselbe. Und fahre jetzt hier rein. So eine Callbox hier, habe ich mir umgefahren. So, die Synchronisation ist auch nicht so perfekt. Man sieht es ja, wenn ich den da mache. Ist nicht so perfekt. Da muss ich mich wirklich nochmal mit Experten drum oder dran setzen. Das heißt, dass das ist jetzt erstmal etwas Special ist, ich kann dich natürlich fragen, ob ihr die Webcam trotzdem haben wollt, ob euch das stört. Mich stört es persönlich ein bisschen. Aber ihr könnt natürlich auch mal entscheiden. Bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Weil ich möchte doch schon gern eine saubere Aufnahme laufen, am Laufen haben. Und ihr könnt mir da mal Tipps in die Kommentare schreiben, wie man über OBS Studio zum Beispiel oder über Zusatzprogramme, ist ja egal, das dann im Nachhinein noch schneiden kann. Weiß nicht, ich habe zu eurer Information, ich habe Camtasia Studio 8. Vielleicht kann man da irgendwie das so machen, weil ich habe jetzt die Webcam über OBS laufen, dass man die dann dort reinschneiden kann. Also als zweite Aufnahme wäre ja eine Möglichkeit. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ziehen wir es rein. So, mal sehen, keine Callbox umfahren. Oh, nein. Null.
Alles ist gut. Guck mal, so eine Callbox hier. Die Callbox. Das hier, warte mal. Zwei. Kann man gar nicht sehen, so wirklich die Callbox. Aber das Ding hier, das habe ich mal umgefahren. Diese Stange. Ich hole irgendwie zu weit aus. Ist mir so aufgefallen. Unbekannte Straßen, ja. Wir gucken trotzdem mal, wo es hingeht. Mit Stranden habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Gucken wir doch mal. Vorne müssen wir hin. Echo ist ein bisschen landwirtschaftlich angehaucht hier, sehe ich gerade. So, wir müssen schon die Spur halten, aber wir müssen jetzt hier rein. So, bremse ich jetzt mal. Hier ist eine Ampel. Wenn ja nichts steht, da kann man auch ein bisschen ausholen. Aber mein Problem ist es immer zu sehr auszuholen. Viel zu viel. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das hier abladen müssen. Ist es das Ziel? Bitte nicht rückwärts, weil da müssen wir da rausfahren. Gucken wir doch mal. Ey, ist doch super. Mach mal Feststellbremse rein. Drück ganz gemütlich den Buchstaben T. Satteln ab. Haben ausgezeichnet erhalten. Super. Fortfahren. So, meine Freunde. Errungenschaft fortgeschritten. Silvester State 5 von 10. Ich verabschiede mich. Wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Also, ich weiß es. Ciao.